Wänden runter, doch schließlich landete er auf der Straße. Ich schäme mich so sehr, vor meinen Brüdern vor allem. Die wissen gar nicht, dass ich obdachlos bin. Sie wissen zwar, dass ich meine Wohnung verloren habe, glauben aber, dass ich jetzt irgendwo zur Miete wohne und dass ich arbeite. Ich habe ihnen nichts gesagt. Wir haben auch keinen engen Kontakt mehr. Έχουμε λοιπόν μια διαφορετική κατηγορία, αν θέλετε, αστέγων, διαφορετική από το παραδοσιακό πληθυσμό των αστέγων. Es gebe inzwischen eine ganz neue Kategorie von Obdachlosen, sagt Anda Alamanu. Sie arbeitet ehrenamtlich für die Athener Hilfsorganisation Klimaka. Είναι άνθρωποι που μείναν τώρα στο δρόμο. Das sind Leute, die jetzt wegen der Krise und der gestiegenen Arbeitslosigkeit auf der Straße leben müssen. Menschen mit mittlerem und hohem Bildungsgrad. Bisher hatten diese Menschen einen guten Lebensstandard. Ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής. Neo-Obdachlose, also Neu-Obdachlose, werden Menschen wie Panayotis in Griechenland inzwischen genannt. Bevor sie auf der Straße landeten, haben sie im Gegensatz zu vielen traditionellen Obdachlosen ein ganz normales Leben geführt. Ohne Drogen, ohne Kriminelle.